Herzlich willkommen zu The Legend of Zelda Link to the Past. Ja, es geht weiter. Diesmal mit einem Dungeon, also muss ich nicht mehr ständig nachgucken. Was ich sehr begrüße. Ich muss ja erst Wasser durchlassen, damit ich den Dungeon machen kann in der anderen Welt. Gut, rein da los. Easy. Ich gehe mal zuerst hier rüber. Ah, hier sagt jemand was. Link, ich bin das Sahasrara. Merke dir gut, was ich dir zu sagen habe. Alles hat ein Gegenstück in der anderen Welt. Verändert sich etwas in der Lichtwelt, wirkt sich das auch auf das Gegenstück in der Schattenwelt aus. Ah, das ist wahrscheinlich der Tipp. Wait. Kann ich mit der Statue irgendwas machen? Nope. Hier gibt es Schlüssel. Ich besiege einfach mal die ganzen Wasserläufer. Ah, und dann kriege ich einen Schlüssel. Gut. Oh, da gibt es eine brüchige Wand. Und die Karte, das ist ja schön. Da unten geht's lang. Okay. Gibt's hier auch Herzen oder? Hier gibt es auch einen Schlüssel, also muss ich wieder. Ah, hier ist er. Das war sehr knapp, gerade mit der Blase. Oh shit, Junge. Ich kümmere mich erst um den hier. Ach, da kommen auch die ganze Zeit. Oh fuck, Junge. Okay, hat mir rein gar nichts gebracht. Das ist doch auch gut. Aber nicht, dass ich jetzt hier irgendwie ständig zurück in die andere Welt muss oder so. Da habe ich ehrlich gesagt mal überhaupt keinen Bock drauf. Hier gibt es einen Schlüssel. Gibt es hier einen Geheimraum oder so? Nee. Da war doch eine Tür. Ja, da ist eine Tür. Ich bin fast tot, merke ich gerade. Kriege aber ein Herz, nice. Da drüben sehe ich auch was. Aber ich brauche erstmal den. Hey, komm. Ja, Hammer. Hallo? Link, du sollst das anfassen. Macht er nicht. Ich hätte das jetzt. Ach, jetzt geht's. Weird. Komm. Muss sich erst auffüllen, bevor ich mich bewegen kann. Das ist auf jeden Fall logisch. Rein aus realistischer Sicht. Ah, jetzt kann ich da hinschwimmen. Ah. Was ist das eigentlich? Warum steht das dort? Das muss doch irgendeinen Grund haben.
Jetzt bin ich wieder in diesem Raum. War ich hier schon mal? Ich kann mich eigentlich nicht dran erinnern. Ach so, ich bin kurz reingegangen, glaube ich. Also ich glaube, dass ich gleich sterben werde. Gute Frage. Ein bisschen rumlaufen, dann finde ich schon was. Oh Junge, oh Junge, oh Junge. Oh fuck. Nice. Ah Junge, warum kommt das dann auf einmal hier hinter? Ich geh mal hier rein. Und bekomme einen Schlüssel, nice. Habe ich irgendwas gedrückt, dass das zugegangen ist? Kann ich mich nicht dran entsinnen. Oh shit. Ach, hier komme ich schon ran. Ich dachte, da muss ich noch irgendwas machen. Ah nein, ich brauche noch einen Schlüssel, genau. Was für ein. Ich vergesse mitten im Spiel die kompletten Regeln. Das muss auch erstmal passieren. Ah, dort kann ich rein. Ich glaube, ich muss Wasser anmachen, dann kann ich mich ja viel freier bewegen. Ich habe Angst, dieses Ding zu hitten. Komm bitte, tu auf dem Herz, oh Mann. Das ist etwas riskant, würde ich mal sagen. Ich überlege jetzt, ob ich mit dem magischen Umhang da durchkomme. Das nehme ich mir jetzt nicht, da gucke ich nach. Oder kann ich da vielleicht so mit dem Bumerang drüber? Ach lol. Junge, ich hätte mich fast selbst umgebracht. Na komm. Gut, kann mal passieren. Jetzt muss ich bestimmt da runter. Shit, ich habe Angst. Ich würde gerne ein Herz haben. Aber ich glaube, hier ist nirgendwo mehr was drin. Diesmal nicht. Diesmal nicht, mein Freund. Vielleicht ist dort ein Herz drin? Ich meine, ich habe noch eine Fee, aber. Ja, da ist ein Herz drin, also. Aber es piept trotzdem weiter. Fuck, 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 fuck. Was bringt mir das? Keine Ahnung. Ah, hier kann ich was verschieben. Hä? Ich hab's glaub falsch verschoben. Ja. Ich muss also nochmal zurück. Junge, warum passiert mir sowas? Uff. Das war mir zu riskant. So, diesmal mit Nachdenken. Ja, ist ja easy.
Ist eigentlich komplett simpel. Wenn man weiß, wie es geht, ist es immer komplett simpel, aber. Ja, ich wollte eigentlich nur ein Herz haben. Gut. Glücklicherweise ist meine Fee zur Stelle. Gibst du mir jetzt ein Herz? Er hat mir wirklich ein Herz gegeben. Ach Mann. Warum passiert mir das? Nicht sowas. Wahrscheinlich schieben. Au. Ich mag diesen Raum jetzt schon nicht. Hier sind aber einige Herzen. Oh fuck. Ich wollte voll durchrennen und dann sehe ich das da so. Was? Ich spring mal hier runter, ich weiß. Ist aber leider nicht, was das bringt. Ah, das bringt das. Nämlich gar nichts. Nice. Und da drüben gibt's aber was. Also muss ich da rüber. Was ist mit hier? Da ist nichts. Gut. Nichts ist auch was, und zwar nichts. Jetzt frage ich mich, ob es was bringen würde, wenn ich jetzt dahin zurücklaufe und das wieder umschläge. Wahrscheinlich. Ist zwar nervig, aber... gut, ich hoffe mal, das bringt jetzt was. Wenn nicht, dann... Dann frage ich mich, was mir jetzt was bringen soll. Lol. Doch. Nice. Zack. Gibt's jetzt wahrscheinlich den Schlüssel oder so? Easy. Richtig geraten. Ach Junge, warum mache ich das? Ich habe eigentlich geahnt, dass ich davor dagegen rennen habe. Ich habe es aus irgendeinem Grund trotzdem gemacht. Gut, jetzt kann ich das öffnen. Was ist hier drin? Boing, der Enterhaken. Er dehnt sich aus, zieht sich zusammen und boing. Probieren an allen möglichen aus. Ach so, der Enterhaken. Verstehe, also erhöht sich nicht das Wasser, sondern... Ich kann mich rüberziehen. Aber... Trotzdem fast tot, von daher. Oh, nice Herz. Ah. Ich muss nochmal hoch. Und jetzt kann ich mich nach da ziehen. Was mich leicht beunruhigt, ist, dass ich fast tot bin. Wie springt das? Da und da. Oh fuck, oh fuck, oh fuck, oh fuck. Ich gehe einfach schnell runter. Hier komme ich jetzt nicht ran. Schade. Gut, dann muss ich erstmal auf die andere Seite.
Wie mache ich das jetzt mal am schlauesten? Am besten so. Ah, hier ist ein Knopf. Ah. Muss ich mich konzentrieren? Ein Herz, ja, ich bin nicht tot, Junge. Ach Mann. Oh Junge.